Bitcoin und Peppe, was ist die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden. Oh mein Gott, wie wir gesagt haben, dass der Peppe-Coin ein schwachsinniger Coin ist, aber die Leute werden es kaufen und wir können sehen, dass es richtig gepumpt ist. Wir werden darüber reden, wo es hingeht in der heutigen Sendung und viel mehr. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist DaVinci Jeremy, ich bin in the Pipe, 555, versuche am Leben zu bleiben hier in Dubai. Danke, dass ihr hier seid auf DaVinci J15. Und jeder, der wissen möchte, warum es DaVinci J15 heißt, warum ich so heiße, ich werde dir das sagen. Einfach nur so, weil wirklich gesagt, ich wollte nicht berühmt werden, ich habe mir ein Konto geöffnet, wo immer ich es auch getan habe, für meine sozialen Medien oder irgendwas im Internet. Ich wollte einen Username, den niemand anders benutzt. Und deswegen habe ich DaVinci J15 benutzt. Und das war's. Also überall, wo ich ein Konto öffne, benutze ich DaVinci J15. Und das war nicht mit der Intention, irgendwann mal berühmt zu werden, um das zu benutzen als Name. Aber das ist, was eintrifft. Und hier sind wir jetzt. Also ja, heute werden wir darüber reden, wir werden uns die Nachrichten anschauen und natürlich Bitcoin und Ethereum, wir werden uns die Charts ansehen und sehen, was wir machen können, um irgendwas zu shorten oder zu long, was immer der Markt uns sagt, und wir werden darüber reden, über sehr viele coole Sachen. Über Hongkong zum Beispiel. Ist das ein Krypto-Hub oder auch nicht? Und natürlich, wir werden auch darüber reden, über die Nachrichten und über die Medien. Sagen sie dir, was du tun solltest oder solltest du auf sie hören oder auch nicht? Wir werden darüber reden in der heutigen Sendung. Aber bevor wir anfangen, ich möchte darüber reden, als erstes, über meine Rede, die ich halte bei dem Krypto-Meetup Krypto 306. Ich werde da sein. Höchstwahrscheinlich etwas früher, aber ich werde um 12.30 Uhr eine Rede halten. Also wenn du schon früher kommen möchtest, dann werde ich dich auch da sehen. Dann kannst du Bilder nehmen. Freue mich darauf, euch da zu sehen bei Krypto 306. Also das ist in diesem Monat am 8. bis 9. Mai. May 1st right now, so. All right, may the force be with you. Okay, that was a cheesy joke. But anyways, move on. Von Verlusten geplagt, verlassen philippinische Spieler das Kryptospiel Axie Infinity. Auf seinem Höhepunkt zog das Spiel täglich 2,7 Millionen aktive Benutzer an, aber diese Zahlen sind auf 250.000 gesunken. Wow. Dieser Dump ist wirklich gekommen in das Krypto-Gaming und ja, dieses Spiel musste einfach dumpen, weil es so einen hohen Yield hatte und eigentlich ist das nur ein Mining-Spiel, wo du den Token meinst, indem du klickst und nichts anderes warst? Also, das ist warum es nicht so gut abgeschnitten hat. Es hat nicht Spaß gemacht, das war einfach nur Arbeit. Und die Leute haben das auch so behandelt. Und die haben einfach nur den Token gemeint und sind ausgestiegen. Und das ist leider so, aber das war die erste Integration von Play to Earn natürlich und deswegen wird es nicht so gehen wie geplant und die Leute werden lernen von dem Axie Infinity und von diesem Scheitern und werden ein besseres Spiel entwickeln und wartet darauf, bis diese wichtigen Eigenschaften da sind, diese Game Tokens, die ähnlich sind wie Bitcoin Mining, wo du eigentlich den Token einer heftigen Inflation aussetzt. Also die Tokenmenge müsste eigentlich fixiert sein oder gemeint werden wie Bitcoin, sodass es eine deflationäre Menge ist, sodass du weißt, dass das ist, was du hast und einen potenziellen Wert über eine langfristige Zeit. Und natürlich auch, du musst Spaß haben mit dem Spiel. Es muss einfach Spaß haben, diese Dynamik und dass es einfach sich weiterentwickeln und wachsen kann. Und das ist das Wichtigste mit diesen Play-to-Earn-Spielen, sodass es verbunden ist mit dem Krypto-Universe. Und deswegen muss es diese drei Eigenschaften haben, um wirklich gut abzuschneiden. Ich sehe das überall immer wieder. Und das ist schwachsinnig.
Hongkong versucht, Kryptofirmen dabei zu helfen, ihren Exil aus dem Bankensektor zu entkommen. Okay, das ist verrückt. Die Stadt forderte die Banken auf, Konten für lizenzierte Kryptofirmen zu eröffnen. Der weltweite Zugang zum Bankwesen ist für digitale Asset-Unternehmen schwierig. Ja, das stimmt, aber schau, wer das sagt. Bloomberg. Das sind sehr viele verschiedene Firmen, die das jetzt sagen. Sehr viele. Und deswegen, du denkst dir jetzt, okay, nicht Firmen, aber Medien. Medienunternehmen, die das sagen. Und du denkst dir jetzt ganz klar, das wird der Krypto-Hub. Ja, aber denk da mal drüber nach. Das sind die großen Medien, die dir das sagen, dass Hongkong und Krypto, das ist überall zu lesen. Also, siehst du das große und ganze Bild? Das hört sich wie eine Falle an. Oder? Weil ihr kennt diese Aussage, die Leute, die die Nachrichten nicht lesen, und das gibt es schon sehr lange. Die Leute, die nicht die Nachrichten lesen, sind nicht informiert und die, die die Nachrichten lesen, sind missinformiert. Also, glaubst du, dass irgendjemand diese Nachrichtenorganisation zahlt, um all das zu sagen? Ich glaube schon. Und deswegen, das wirkt so, ja, China ist Hongkong und das wirkt einfach nur wie eine Riesenfalle. Also wenn es wirklich Probleme gibt, so mehr Firmen, Kryptofirmen da sind, die unter deren Regulierung sind, können sie sagen, nein, nein, wir haben kein Geld mehr, wir müssen das nehmen, aber wir werden dir die lokale Währung geben. Ich würde da sehr vorsichtig sein mit diesen Kryptofirmen, weil das der Fall sein wird. Ich sehe das kommen. Ich sehe die Anzeichen dafür. Ganz klar. 31% der neuen Kryptoinvestoren werden von Freunden beeinflusst. Hier ist, warum dies eine schreckliche Idee sein könnte, sagte der Berater. Also, wiedermals, CNBC. Diese Leute, die wollen einfach nur den Leuten helfen, die sie bezahlen und nicht dich. Und wiedermals, diese Leute interessieren sich nur für die, die sie bezahlen und du bist das nicht. Und die sind nicht in diesem Geschäft, um dir eine Dienstleistung zu erfüllen. Also was immer sie sagen, irgendjemand hat eine Agenda. Versteht ihr das? Okay, der Kauf von Bitcoin und Ethereum und andere digitale Vermögenswerte, der nur auf der Grundlage einer Empfehlung eines Freundes, kann zu Problemen führen, sagt der Experte. Also, wenn der Experte das sagt, ich soll nicht auf meine Freunde hören, dann sollte ich auf den Expert hören. Leute, wisst ihr was? Ich werde nicht da erst mehr drüber reden, weil der Experte sagt, du sollst nicht Bitcoin und Ethereum kaufen. Und ich bin kein Experte. Ich habe Bitcoin bei einem Dollar gekauft oder Ethereum, bevor es überhaupt erhältlich war. Aber hey, ich bin kein Experte. Du kannst selber entscheiden, auf welchen Experte du hörst und nicht Bitcoin und nicht Ethereum kaufen. Stell dieses Video einfach aus und hör auf CNBC. Ich habe sehr viel Spaß. Also, mit dem gesagt, lasst uns weitermachen. Ich habe euch gesagt, Leute, Peppercoin, ehrlich gesagt, ich habe euch nicht gefragt, schmeißt alles in diese Investition, weil es ist eine sehr volatile Investition. Und überall, wo wir ein hohes Risiko sehen, da kann alles passieren. Also, investiert nicht sehr viel Geld in diese Investition. Aber da wir ein hohes Risiko haben, haben wir auch eine hohe Belohnung. Also wenn ihr davon was gekauft habt, so 200 Dollar, hast du dein Geld verdreifacht. Weil ja, das war eine Gelegenheit.
Aber ich werde jetzt hier zur Seite gehen, wo ich einen Fehler gemacht habe, weil du hättest das wirklich günstig bekommen können, vor ein paar Tagen, als ich das erwähnt habe. Und ihr könnt das sehen. Genau hier. Ihr hättet das hier kaufen können. Bei 6 Nullen und eine 1 oder eine 2. Und deswegen, jetzt gerade, wäre das eine Verfünffachung. Also wenn du das getan hast, du weißt, was du tun musst. Sag mir, was du tun musst. Jetzt gerade, wenn du das gekauft hast. Was? Was? Ja, du solltest die Hälfte verkaufen. Und den Rest solltest du laufen lassen. Ja, das stimmt. Sehr gut. Oder zumindest, hol deine Investition raus und seh, was eintrifft. Und da du jetzt deine Profite genommen hast, solltest du einfach warten und sehen, was eintrifft. Also, wie weit kann es noch nach oben gehen? Diese verrückte Bewegung? Also, das ist sehr schwer, um zu sagen, weil es noch ziemlich früh ist in diesem Markt. Aber lass uns sehen, ob es hier irgendeine Chartformation gibt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ein Viereck wäre genau hier. Lass uns zurückgehen zu dieser Bewegung. Also ja, wir haben schon die Ziele getroffen. Und das ist ungefähr ein Viereck. Also da, genau da. Genau da haben wir das Ziel getroffen. Genau. Also ein Viereck von diesem Bereich. Also ihr könnt sehen, das war unser Ziel. Aber jetzt können wir nochmal Viereck machen. Wir müssen warten, bis das wieder zurückkommt. Ich glaube, das war die Spitze und ihr solltet Profite nehmen und warten, bis es hier wieder zurückkommt, bevor wir uns dann umdrehen. Entweder werden wir hier eine Formation, eine Flagge formen und die uns signalisiert, dass wir weiter nach oben gehen, oder wir kommen wieder runter zu den 4000 oder 3000er Bereich, bevor wir uns entscheiden, dass das hier nicht der Boden ist. Also wir werden sehen, bis sich hier die Chart entwickelt. Ihr könnt das nicht hier oben kaufen. Ihr müsst es nur verkaufen hier oben. Das ist das Einzige, was ihr machen könnt. Wenn ihr hier oben kauft, dann möchte ich, dass du näher kommst. Kauf hier oben nicht. Was ist nicht in Ordnung mit dir? Warte einfach, bis es wieder runterkommt. Wenn dich das interessiert, das zu kaufen, und investiert nur eine sehr kleine Menge. Weil das könnte dich zerstören. Und wir haben hier auch die Charts. Also Leute, aber lass uns das ansehen, was abgeht mit Bitcoin. Und das ist das Schrecklichste. Dies Auf und Ab für Bitcoin ist absolut schrecklich. Diese Doji-Kerze, und das bedeutet, dass wir uns hier nicht entscheiden können, dann sind wir gepumpt. Und dann haben wir gedacht, wir gehen noch weiter nach oben und boom, wir haben uns wieder umgedreht. Und als ich mir das am Sonntag angesehen habe, als ich den Tweet von Carl gesehen habe, habe ich gedacht, das wird sich nicht lange hier halten, weil an einem Sonntag liebt es die Kinder zu zerstören und da hat es sich umgedreht. Ich habe leider kein Video gemacht oder mich auch in der Gruppe gemeldet, aber das war ganz klar, dass diese Bewegung nicht echt ist und ich habe keinen Trade genommen, weil es war ganz klar für mich, als ich das gesehen habe, das ist hier Zeit, eine Short zu suchen und schau dir das an. Es hat dir sogar eine zweite Möglichkeit gegeben mit diesem M und ihr könnt sehen, wir sind höchstwahrscheinlich schon am Ziel bei diesem Unterstützungsbereich. Und wir müssten jetzt rausfinden, wo unser Ziel ist. Und da haben wir es. Nicht genau, aber ziemlich nah. Also da habt ihr es. Also, wir müssten einfach warten, bis wir hier irgendein Signal bekommen, um das zu traden. Weil jetzt gerade konsolidieren wir hier und es versucht sich zu entscheiden, in welche Richtung wir gehen, ob wir diesen Bereich nochmal testen. Höchstwahrscheinlich nicht, weil es so viele Male hier gescheitert ist.
Wenn wir zurückgehen, wir sind hier so oft gescheitert, also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass wir hier nicht wieder zurückkommen. In diesem Bereich, wir werden höchstwahrscheinlich noch niedriger gehen. Wir müssen einfach warten und sehen, wie sich das entwickelt, weil Bitcoin jetzt ziemlich chaotisch ist. Okay, wenn wir weitermachen mit Ethereum, ich weiß nicht, was hier abgeht. Was ist das? Vielleicht hat irgendjemand meinen Computer gehackt. Aber was Sie hier sehen können, Ethereum ist jetzt wieder in diesem Unterstützungsbereich. Ich hatte eine bessere Chart. Ich kann das nicht finden. Ich werde einfach die benutzen. Aber diese Chart hatte schöne Widerstand- und Unterstützungslinien, die schon sehr lange eingezeichnet waren. Also ihr könnt sehen, das war unser Widerstandsbereich, wo wir immer wieder abgeprallt sind. Und wir waren zwischen diesen beiden Bereichen, unter dieser Unterstützung, hier diese stärkere Unterstützung hier. Und ihr könnt das sehen, dass wir hier abprallen in diesem Bereich, bevor wir uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen für Ethereum. Also ihr könnt diese Bereiche traden, aber das ist sehr schwierig. Ihr müsst wirklich auf die niedrigeren Zeitebenen und warten, bis die Charts dir ein klares Signal geben, dass wir hier etwas Schwäche sehen und dann boom, sind wir gedammt. Also wiedermals, ihr müsst auf irgendein Signal warten für Ethereum. Wir sind in diesem Bereich von 1942 und zwischen den $1,817 ungefähr. Das ist dieser Bereich, in dem Ethereum hängt. Und wenn wir irgendeine Richtung brechen, dann haben wir uns entschieden, wenn wir weitergehen über die 1942, dann gehen wir weiter nach oben. Und wenn wir die 1817 durchbrechen, dann gehen wir zumindest zu den $1,762 oder höchstwahrscheinlich noch weiter runter. Lass uns sehen, wo die nächste Unterstützungslinie ist. Das wäre bei 1672 oder auch bei 1700. Das wäre der Bereich, den wir suchen, wenn wir da durchbrechen, die 1700. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat diese Sendung gefallen. Ich muss hier erstmal meinen Computer etwas aufräumen und ich habe hier etwas Schwierigkeiten mit diesem PC, aber das ist einfach, wie es ist. Es funktioniert manchmal nicht alles. Ich hatte wirklich Probleme mit diesem Stream, aber ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe und ich sehe euch morgen. Ciao.